Hallo Menschen, ich möchte euch heute fünf Verlage vorstellen, die ich sehr mag. Und in Vorbereitung auf dieses Video fiel mir mal wieder auf, dass es mich doch stark zu den großen Verlagen zieht. Das ist auch gar nicht so fürchterlich. Ich bin durchaus der Meinung, dass auch da ganz, ganz tolle Literatur verbreitet wird und dass da wirklich Leute dahinter stehen, die Bücher mögen, die für Bücher kämpfen, die sie lieben und dergleichen. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass man eventuell doch einfach Dinge verpasst. Also ganz viele Bücher kommen mir überhaupt nicht ins Bewusstsein, vielleicht weil die Werbung fehlt oder weil man die Verlagsvorschauen gar nicht zugeschickt bekommt und dergleichen. Und deswegen hatte ich ja auch ein Vorhaben für dieses Jahr, aber jetzt möchte ich euch erstmal die vorstellen, die mir sehr gut gefallen. Punkt Nummer 1 ist der Fischer Verlag. Ich bin der Meinung, dass da grundsätzlich so, also ich meine, in jedem Verlag gibt es Schund und Gutes, meiner Meinung nach, aber hier ist so ein sehr gutes literarisches Unterhaltungsprogramm schon mal dabei. Außerdem haben sie ganz tolle Reihen, wie einmal die Fischer Taschenbibliothek, was mein allerliebstes Format für Bücher ist. Es gibt außerdem noch die Fischer Klassikreihe und jetzt ganz neu, bei Fischer gibt es ein Science-Fiction- und Fantasy-Imprint, nämlich Fischer Tor, bei dem zum Beispiel Im Schatten des Himmels erschien, ein Fantasy-Roman, der mir dieses Jahr, also letztes Jahr, sehr gut gefiel. Und zum Beispiel auch die deutsche Ausgabe von The Long Way to a Small Angry Planet erschien auch in diesem Buch. Und der Fischer Verlag ist mir auch so sympathisch, weil ich das Gefühl habe, dass es halt eine gute Mischung ist aus Unterhaltung und auch ein bisschen ernsterer Literatur, guten Sachbüchern zum Beispiel, weil es sagbar ist. Eines meiner Lieblingsbücher letztes Jahr, was ich noch ganz kurz vor dem Jahresende las, ist auch aus diesem Verlag und ja, deswegen gehören die definitiv für mich zu meinen Lieblingsromanen, Verlagen, Deutsch. Dann, was irgendwie ein Muss auf BookTube ist, aber auch in meiner Buchhandlung habe ich Kollegen, die durchaus in Liebe für diesen Verlag brennen, es ist der Diogenes Verlag. Also ich habe das Gefühl, BookTube und auch Instagram einfach so durch das schöne Äußere gehen da schon ganz schön scharf auf diesen Verlag. Und auch ich muss sagen, ich habe eine Vorliebe dafür, wie das halt im Regal aussieht. Und aber auch für das Programm. Hier muss ich es zugeben, Diogenes hat ein sehr großes, weit gefächertes Programm und vieles, was mich auch nicht interessiert. Zum Beispiel so teilweise Krimis oder Donna Leon ist ja auch dabei. Das ist einfach eine Sache, die mich nicht anspricht. Aber ich habe das Gefühl, wenn mich etwas davon interessiert, dann aber volle Kanne. Also Amelie Nothomb hat mich absolut erwischt. Ich war sehr begeistert auch von diesem, ach, wie hieß es, Salmonika de Winter. Auch Klassiker oder moderne Klassiker wie Patrick Süskind sind ja mit dabei und das ist allgemein auch, ja, es ist mein, wahrscheinlich wiederhole ich mich jetzt in diesem Video auch, aber es ist ein sehr, sehr gutes Programm, was mich unterhält, aber auf eine gute Art und Weise. Und um die deutschen Klassiker nicht ganz aus dem Auge zu verlieren, muss ich und will ich natürlich auch noch den Reclam-Verlag nennen. Es ist auch ein wunderbares Format für mich. Ich bin ein großer Fan dieser kleinen Bücher. Selbst wenn sie dick sind, sind die immer noch praktisch. Man kann sie in die Handtasche packen und es zieht mich halt schon immer wieder zu Klassikern, auch wenn das nicht den Großteil meiner Lektüre ausmacht. Aber ich habe eine Vorliebe dafür, wie der Reclam Verlag auch Anmerkungen in die Bücher einbringt, Nachworte uns liefert, die uns nochmal viel verständlich machen, vielleicht auch gerade in der heutigen Zeit. Das sind ja Sachen dabei, die sich einfach verändert haben, die wir gar nicht mehr wirklich wissen können. Oder natürlich kann man das, wenn man sich schon viel damit beschäftigt hat. Aber ich habe das Gefühl, dass hier Klassiker sehr, sehr gut aufgearbeitet werden, sodass man auch heutzutage noch einen Zugang dazu finden kann. Dann will ich unbedingt noch einen britischen Verlag eigentlich nennen, der jetzt aber auch ein deutsches Imprint hat. Sagt man da in dem Fall auch Imprint? Auf jeden Fall ist es der Penguin Verlag. Hier muss ich zugeben, es sind auch die gefühlt 1000 hübschen Ausgaben, die es da gibt. Und da mag ich sowohl eher so simple Sachen wie diese Penguin Orange Reihe, auch die kleinen Penguin Black Classics oder sowas Wunderbares wie die Clothbound Edition. Dann gibt es noch 10.000 andere, also auch die English Library und so weiter und so fort. Und auch das ist eine so gute Mischung aus Klassikern, die alle im Programm haben und dann viel moderne Literatur. Natürlich sind es oft große Namen, es sind jetzt, würde ich sagen, selten irgendwie so die totalen Underground-Entdeckungen dabei, aber das ist ja auch nichts Verkehrtes, wenn man sich irgendwie so an die Klassiker hält, die sich bewährt haben. Also der Penguin Verlag, top, wirklich finde ich von den Aufmachungen her viele andere Verlage. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, was einem gefällt, ob es nur ein Taschenbuch oder Leinen gebunden oder sonst was sein soll. Und ja, deswegen schon so ein Platz in meinem Herzen, denn es geht mir zum Großteil natürlich um den Inhalt der Bücher, aber ich bin halt auch einfach ein bibliophiler Mensch. Ich mag das Buch als Produkt, als Objekt. Ich fasse es gerne an und da ist der Penguin Verlag top mit dabei. Und dann habe ich wenigstens noch einen kleinen unabhängigen Verlag dabei, wobei der in letzter Zeit durch den Deutschen Buchpreis doch ein bisschen in aller Munde ist. Es ist die Frankfurter Verlagsanstalt. Hier mit einem wirklichen Klopper als Beispiel, was ich auch einzeln rezensierte. Und obwohl ich einiges so ein bisschen an dem Buch auch zu kritisieren hatte, war ich erstens absolut begeistert so von der Aufmachung und ich durfte die Damen hinter diesem Verlag auch auf der Leipziger Buchmesse einmal treffen. Zusammen mit Buchgeschichten habe ich sie da besucht und die waren mir einfach so sympathisch. Also ich glaube, wie ich gerade schon sagte, dass man das auch in großen Verlagen findet. Leute, die einfach für die Bücher brennen.
Das klingt irgendwie komisch, da hat man so die Liebe zu den Büchern gemerkt und die waren auch wirklich begeistert von ihrem kommenden Programm und haben uns schon davon erzählt und wollten uns begeistert machen und das hat auch absolut funktioniert. Einfach nur auf die Art und Weise, wie sie über ihre Literatur gesprochen haben. Und ich habe ganz, ganz viel von ihnen auf meiner Wunschliste noch. Es ist halt oft im Hardcover und dementsprechend ein bisschen teurer. Aber es ist ein Verlag, den ich euch absolut ans Herz legen kann. Ich glaube, es gibt ja auch immer mal so kleine unabhängige Verlage, muss ich ganz ehrlich zugeben, die produzieren nichts für mich. Das ist dann vielleicht doch etwas zu nischig für mich. Und hier ist es aber einfach ganz, ganz tolle Literatur, meiner Meinung nach. Also es sind Geschichten, bei denen man merkt, die sind nicht zu flach. Die sind jetzt aber auch nicht irgendwie prätentiös. Ich glaube, da steckt einfach ganz viel Liebe dahinter und deswegen von mir eine absolute Empfehlung. Das waren fünf Verlage, die ich sehr mag, die mir ans Herz gewachsen sind. Wie gesagt, viel Großes dabei, aber das muss ja nicht unbedingt verwerflich sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren einen eurer Lieblingsverlage schreiben könnt, aber noch mehr würde ich mich wahrscheinlich freuen, wenn es ein unabhängiger Verlag wäre, den ihr mir irgendwie nahelegen möchtet. Vielleicht mit einem Beispiel oder irgendeiner Sache, die den Verlag so besonders macht, weswegen er euch eben ans Herz wuchs. Ja, das wäre ganz, ganz toll, wenn ihr so eine Empfehlung für mich habt. Ansonsten danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe sehr, wir sehen uns das nächste Mal.